The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football. Ich glaube, um Sydney, dann heißt wie immer das große Thema Super League da in der Soccer Lounge auf Sportal HD. Es gibt an diesem Wochenende ein Spiel, wo wieder einmal eine Mannschaft probiert, die Young Boys zu stoppen, die einsam ihre Kreise ziehen, da am weiten Horizont von der Tabelle. Das ist der FC Lugano. Die Partie wird heute bei uns im Fokus stehen und wir haben natürlich die Bestbesetzung für diese Partie beieinander. Es sind da der Martin Andermatt und der Raimondo Ponte, beide schon mit Erfahrungen als Trainer im Tessin und natürlich unser Stargast, der Goalie vom FC Lugano, der Noam Baumann. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had to watch, so I two-toned it. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that five. Noam, willkommen. Danke, die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke vielmals. Ein Trikot von Noam Baumann. Nimm Platz, fühl dich wieder heim. Gell? Oder ich weiß noch nicht, bist du anständig daheim? Ja, schon meistens. Das ist ein Trikot von Noam Baumann, Goalie vom FC Lugano. Ihr könnt das gewinnen nach der Partie, wenn ihr das auf Facebook kommentiert. Auf der Facebook-Seite von der Soccer Lounge. Das Trikot, Noam, was war dein erstes? Das erste Trikot, das du gehabt hast? Ja, wie meinst du jetzt vom Verein, den ich hatte? Nein, oder? Als Fanliebling. Das erste Liebling war vom Goalie vom AC Milan, vom Dida. Das war dein erste Liebling? Das ist lecker. Da stellt mir immer fest, wie jung ihr Fußballer eigentlich sind. Gehört man auch bei der Musik, die am Lino läuft, Hip-Hop, das ist so der Sound der Fußballer. Ja, ich glaube, heutzutage hat sich schon der Hip-Hop durchgesetzt bei allen Fußballspielern, mehr oder weniger. Also, du bist mit dem bist du voll im Geschmack vom FC Lugano auch? Ja, es geht. Also, ich bin da eher ein bisschen anderer Meinung als die anderen, was die Musik anbelangt. Also, wir haben da andere DJs in der Kabine und da kann ich nicht entscheiden, ob Hip-Hop kommt oder nicht. Vielleicht schaffst du ja noch Karriereziel Nummer 1, Kabinen-DJ noch zu werden. Das dürfen wahrscheinlich noch nicht die Jüngsten. Ja, du bist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr zufrieden, nehme ich an. Du hast am Wochenende ein Spiel gemacht, das weit um Wellen geschlagen hat. Du hast grandios gespielt. Ihr habt gewonnen. Mal wieder bist du noch am Ende, weil ihr so lange gefeiert habt? Nein, eigentlich nicht. Also klar, wir mussten jetzt lange auf den Sieg warten und es ist jetzt wirklich, es sind 8 Spiele, wo wir immer unentschieden oder verloren haben und dann schon umso schöner für mich gewesen, gerade in meinem alten Daheim so 3 Punkte mitzunehmen. Ist das auch, dass du jetzt dazu neue Höhenflüge angesetzt hast? Ist das auch, wenn die Sonne wieder wiederkommt? Du hast ja Wurzeln in der Dominikanischen Republik, komm, wird es ein bisschen sonnig, ist der Noam wieder da? Ja, also ich glaube schon, dass mir die Sonne gut tut. Ich meine, wäre jetzt schon nicht lieber ein bisschen warmes Wetter als da immer mit dem Schnee und so. Aber am Schluss ja, kommt es nicht darauf an, Matsch jetzt, was für Wetter ist, ob kalt oder warm. Gibt es schon Unterschiede? Du hast ja immer in Händchen, aber dir ist es nicht so schlimm, wenn es kalt ist, oder? Ja, aber für mich ist glaube ich ein kleines Problem mit den Händchen. Ja, das stimmt. Du kommst aus Hünenberg, gell? Ich bin nicht weit davon aufgewachsen, darum kenne ich das noch einigermaßen. Wenn man aber dort aufwacht, dann sollte man eigentlich entweder fängt man Eishockey oder Unihockey spielen. Warum bist du im Fußball gelandet? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe sogar früher eine Zeit lang ein bisschen Unihockey gespielt, weil mein Vater recht talentiert war. Aber ich habe früher gemerkt, nein, ich brauche da schon ein bisschen einen grösseren Ball. Das liegt mir ein bisschen besser. Und dann bist du hast dort im lokalen Verein ja angefangen, beim FC Hünenberg. Genau. Einfach weil du gross gewesen bist, hast du gefunden. Oder bist du überhaupt gross als Kind? Ja, ich bin eigentlich schon immer eher gross gewesen, aber dann dazu haben wir früher viel importiert geshootet und so. Und dann hat niemand ins Goal gehen und dann bin ich ab und zu ein bisschen gegangen und dann habe ich irgendwie noch gemerkt, ich bin nicht so schlecht jetzt und dann hat mein Vater gesagt, komm, gehen wir zusammen in den Verein und dann ist das so in unsere Rolle gekommen. Also bei uns, wenn wir einmal im Quartier shooten, dann müssen die ins Goal einfach nicht können shooten, sind wir ehrlich. Das stimmt, normalerweise schon, aber ich habe dann im Verein angefangen als Goalie und als Stürmer. Ich habe gleich gehabt, mein Vater war der Trainer, da habe ich auch mal die Chance, ein paar Goal davor zu schiessen. Und da hast du immer gesagt, Papi, heute will ich in Sturm. Und am Schluss hat er schon entschieden, wenn ich im Goal spielen und wenn im Sturm. Ist es nicht ein bisschen schwierig, wenn du den Papi als Trainer hast? Ja, ist manchmal vielleicht nicht optimal, wenn du so ein bisschen, zum Beispiel mal ein Spiel verlierst und dann musst du mit dem Vater heimfahren und dann sagt er, das und das und das und das hast du schlecht gemacht. Aber ich glaube, das hat mir schon auch ein bisschen geholfen im Nachhinein.
Ja, dein Papi ist Schweizer, deine Mutter kommt aus der Dominikanischen Republik. Wie sieht man da die kulturellen Unterschiede zwischen den beiden? Sieht man die deutlich? Ja, also es sind schon zwei Welten, die aufeinander da prallen. Also meine Mutter ist eher so ein bisschen heißblütig und ja, ist eher mal so ein bisschen wild und so. Und dann gibt's mein Vater ist eher der ruhige und besonnene und ist, ja, ist eher locker. Wenn man jetzt aber Goalie werden, dann würde man sagen, die Charakterzüge, die deine Mami offenbar mitbringt, die sind eigentlich nicht so ideal als Goalie, oder? Du musst ja Ruhe ausstrahlen, du musst ruhig bleiben, du darfst ja nicht irgendwie ein wildes Zeug machen. Hast du nichts mitbekommen von dem? Ja, also ich würde sagen, eine gute Mischung ist fast besser als jetzt zu ruhig oder ja, zu wild. Aber ja, ist schon wichtig, dass man auch gewisse Ruhe strahlt und Sicherheit kann in der Mannschaft geben. Aber ich glaube, jeder Goalie hat irgendwie eine Art und Weise, wo er ein bisschen verrückt ist. Das sagt man ja, oder? Welche spielen alle? Der Goalie und der linke Aussen spielen, glaube ich, in der, ja, genau, in der Mannschaft. Aber eigentlich gibt es noch viel mehr, die spielen. ja, Dominikanische Republik, hast du einen Bezug dazu? Bist du oft dort? Jetzt, das letzte Mal, als ich war, war vor 4 Jahren. Also ich habe jetzt nicht immer so oft die Chance, aber ich habe auch nicht so viele Ferien. Aber sicher einen grossen Bezug dazu. Ich meine, meine Mutter ist auch von dort und daheim habe ich auch von ihr Spanisch gelernt. Ich bin so aufgewachsen und ich habe viele Familien noch unten. Und ja, das ist schon ein wichtiger Teil von mir. Das ist noch lustig. Es sagen ja viele, wenn man jetzt auf der Straße eine Umfrage machen würde, Fußballer, die sagen, die haben ja nur Freizeit, am Wochenende schnell mal shooten und dann schon nichts. Aber es gibt ganz viele Leute oder Fußballer, die eigentlich zwei Kulturen haben, aber schon ewig lange nicht mehr in diesem Land waren, weil sie halt nie Ferien haben. Das ist ja schon etwas. Sie müssen immer shooten. Wenn die anderen die Sommerferien gehen, müssen sie shooten. Ja, das stimmt. Das ist halt immer so. Ich meine, die anderen können sich die Ferien nehmen, wenn sie wollen. Und wir können nur, wenn mal die Saison fertig ist oder Pause hat. Aber, ja, kann man sich jetzt auch nicht beklagen. Ich meine, als Fußballer bist du privilegiert. Das kannst du einfach jeden Tag am Ball nachrennen. Meinst du, es nicht gut, wenn du mal zum Trainer wirst und sagst, du kannst nicht nächste Woche Ferien nehmen? Also, ich hätte das gut sagen, wo zum irgendwie Domrep gehen. Aber nicht gut. Ja, ich glaube eher nicht. Ich denke auch nicht, dass ich mich gehen lassen. Ja, das glaube ich auch nicht. Was ja ist, du bist eine Zeit lang, wie die meisten Goalies, fängt man ja nicht als erster Goalie an von irgendeinem Superleague-Club, sondern man muss sich oft auch durchbeissen als zweiter Goalie. Was muss man mitbringen, um diese Dauer eigentlich zu überleben, wo man als zweiter Goalie halt noch ist? Ja, also ich meine, es spielen viele Faktoren eine Rolle, aber vor allem, wenn du zweiter Goalie bist, ist es wichtig, man muss sich immer so vorbereiten, als würde man auch spielen. Weil irgendwann kommt der Moment, wo man reinkommt und dann muss man gerade parat sein. Und das ist schon sehr wichtig. Also man kann jetzt nicht einfach nur, ja, man ist auf der Ersatzbank und einfach nichts machen. Ein Ziel, das du ja auch noch haben könntest, eben die Dominikanische Republik, hast du einen Bezug? Das heisst, du hast sozusagen die Wahl, du kannst in die Schweizer Nazi gehen oder in die Nazi von der Dominikanischen Republik. Hat es schon Anfragen gegeben? Also ich meine, ich bin jetzt immer ich habe alle Junioren-Nazis bis jetzt auch in 2021 in der Schweiz durchgemacht. Aber ich habe jetzt schon das ein oder andere Mal etwas vom Verband von der Dominikanischen Nazi gehört. Aber ja, für mich war jetzt immer klar, solange ich in der Schweizer Nazi spielen kann, hat das schon Vorrang. Und ja, jetzt mal schauen, was die Zukunft bringt. Man weiß nicht, was passiert. Du weißt, dass der Captain von der Dominikanischen Republik Nationalmannschaft, oder wie man sagt, dass der ehemalige zumindest, dass der ein Schweizer ist, oder? Das weißt du? Der Heinz Barmettler, ja, genau. Hast du schon Infos eingeholt? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe nichts von ihm gehört. Nein. Ja, deine Karriere, man weiß ja nicht, wo sie anführt, aber man weiß, wo sie angefangen hat. Vor 4 Jahren bist du noch in der 4. Liga gewesen. Das ist, wenn man jetzt so die Tabellen anschaut, ist es relativ weit unten. Hast du damals wirklich noch gedacht, doch, ich hocke mal da bei Meme in der Sendung und rede über Profifußball? Wir haben uns noch nicht gekannt, muss ich sagen. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich meine, ich bin dort, das war die 1. Liga Classic damals. Und ich habe nicht mal dort gespielt, eine Zeit lang. Wir haben in der 2. Mannschaft gespielt, Praxis sammeln. Und das war dann die 2. unterste Liga. Also, es waren schon nicht einfache Zeiten, aber ja, ich habe mir schon immer im Kopf auch gesagt, ich komme wieder zurück und ich werde das schon irgendwie packen. Und jetzt schlussendlich hat es zum Glück auch geklappt. Es braucht schon noch recht Selbstvertrauen. Du hast die Nachwuchsabteilung vom FC Luzern durchlaufen, bis man dir dann dort irgendwann mal gesagt hat, du Noam, bei uns geht es jetzt nicht weiter. Also sozusagen, du hast nicht das Zeug zum Profifußball. Dann musst du auch noch genug stark sein und sagen, doch, euch zeige ich es jetzt. Ja, es war sicher nicht einfach. Ich meine, für einen jungen Spieler, wenn man plötzlich Nachricht bekommt, einer sagt einem so, ja, für dich reicht es nicht in den Profifußball, du wirst es nicht packen. Und dann ist, natürlich fragt man sich, ja, was habe ich falsch gemacht oder was hätte ich anders machen sollen. Aber
ich habe dazu mal schnell gemerkt, also ich lasse mir jetzt nicht von irgendjemandem sagen, nur weil seine Meinung ist, ja, für dich reicht es nicht. Also hat er jetzt recht. Also ich habe für mich gesagt, ich mache das und ich werde das schaffen. Und ich habe sozusagen auch durchgezogen am Schluss. Also nicht, dass du bist nachher zu Zug 94 gegangen, eben in die erste Liga. Nicht, dass du dir gefunden hast, also gut, ich muss jetzt glaube mal noch etwas anderes machen, weil das mit dem Profifußball ist ein bisschen riskant vielleicht. Ja, also ich habe nebenbei immer auch noch das KV gemacht, also es auch abgeschlossen gehabt. Aber für mich war eigentlich immer klar, auch in den Zeiten, wo es nicht so gelaufen ist, ich will und ich muss Fußballprofi werden, weil das ist meine grosse Leidenschaft und das ist das, was ich muss machen. Ja, es ist, du hast offenbar viel Lügen geschraft in deiner Karriere. Du hast dann zu Zug wieder in die erste Mannschaft gemacht, du hast dich gespielt, du hast dir einen Transfer verdient zum FC Wiel. Du bist dort in eine Mannschaft gekommen, die gerade ein bisschen schwierig war, wenn man es mal ein bisschen vorsichtig formulieren will. Wie war das bei Wiel? Mit den türkischen Investoren ist dort ein bisschen wild zu und her gegangen. Ja, es war natürlich etwas ganz anderes als dazu mal jetzt zum Beispiel in Luzern. Also mit diesen Türken war es speziell, aber mir hat es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sehr gefallen. Also der Umgang mit mir war wirklich höchst professionell und auch alles, was dort geboten wurde, ist natürlich, sie sind finanziell gut aufgestellt und wir haben alles bekommen, was wir wollen. Und mir hat das eigentlich gefallen und ich bin eigentlich auch dankbar, dass ich von ihnen die Chance bekommen habe, zurück in Profifußball zu kommen. Es ist wahrscheinlich auch jeden Tag etwas gelaufen. Ich meine, du bist 2 Jahre glaub, da gewesen. 7 Trainer hast du erlebt. Ja, ist immer etwas gelaufen. Also jeden Tag ist irgendwie irgendetwas wieder passiert. Und es war manchmal auch ein bisschen turbulent gewesen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, ist das sicher auch eine gute Erfahrung für mich gewesen. Das hat dich auch vorbereitet natürlich auf etwas. Weil man könnte sagen, okay, Wiel, da ist so wild gewesen. Jetzt brauche ich mal ein bisschen, chillen, mal etwas Ruhigeres. Nachher gehst du auf Lugano, wo man eigentlich weiss, dort ist es jetzt auch nicht gerade so, dass alles vielleicht so ganz ruhig zu und her geht. Aber es hat dich gut vorbereitet. Ja, ich würde sicher sagen, es hat mich gut vorbereitet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu Lugano jetzt vergleichbar ist mit Wiel. Ich meine, Lugano ist ein höchst professionell geführter Club. Und mir gefällt es natürlich sehr dort. Und was außen passiert oder was geschrieben wird oder was gesagt wird, muss ja eigentlich die Spieler nicht gross interessieren. Wir sind hier zum Shooten und nicht zum Reden. Und du bist zuoberst in der Superliga 8. Das sind 7 Ligen, ein Unterschied bis zu der 4. Liga, wo du eigentlich vor 4 Jahren noch warst. Was kannst du sagen, was sind die grössten Unterschiede für einen Goalie? Jetzt nicht unbedingt zu der 4. Liga, aber so allgemein, wenn man so ganz oben muss spielen als Goalie. Was ist der Unterschied? Ja, ich denke mal, der grösste Unterschied ist sicher, die Spieler wissen, wo sie hinschiessen. Also es passiert nicht per Zufall irgendwie. Also, das sind qualitativ höhere Spieler auf dem Platz. Ja. Die wissen schon, was sie machen. Also, das ist dann schon der entscheidende Unterschied. Das ist aber, muss ja gar nicht unbedingt einfach sein als Goal. Ich meine, jetzt kannst du dir immer überlegen, ich glaube, der will dort anschiessen, bei den anderen ist wie so, okay, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ja, ist beides irgendwie schwierig. Aber am Schluss ist schon ein riesiger Unterschied natürlich. Also, ich meine, da sind dann Profis auf dem Platz und dazumal sind die Hobbykickers und da bin ich schon eher fehl am Platz gewesen. Und das professionelle Leben, das gefällt dir? Ich meine, als Fußballer muss man auf viel verzichten, man muss viel investieren, du musst viel von deinem Antrieb auszumachen. Das ist etwas, was dir entgegenkommt. Oder gibt es irgendwie Sachen, wo du findest, die vermisse ich auch jetzt aus dem normalen Leben? Nein, überhaupt nicht eigentlich. Also so wie es jetzt ist, für mich ist das eigentlich perfekt. Und ich meine, ich habe auch die andere Seite kennengelernt dazu mal, andere Sachen, Prioritäten gespielt haben. Und dann, für mich ist es schon viel besser, dass ich jetzt wieder als 100%iger Profi meiner Lieblingssache nachgehen kann. Sollen wissen, was die anderen Prioritäten sind, die du dort gehabt hast? Ja, andere Prioritäten. Ich meine, damals, als ich sozusagen ausgerührt wurde bei Luzern, ich meine, dann, man ist jung und man geht raus und sieht ein bisschen die Welt. Und macht vielleicht nicht immer das Beste gerade oder die richtige Entscheidung, aber das ist natürlich sicher auch wichtig für meine Entwicklung als Mensch einfach so. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ist das schon eine gute Erfahrung gewesen, vielleicht auch mal aus dem ganzen normalen Projekt rausgehen, einfach Junioren durchmachen und Profi werden und vielleicht mal einfach müssen neu anfangen und sich selber das Ganze erarbeiten. Es gibt aber viele, die nie rausgehen, die eigentlich nur das kennen. Und die findest, denen fehlt vielleicht irgendetwas, wenn du das gar nie kannst. Nein, ich würde jetzt nicht sagen. Ich meine, bei mir hätte es auch nicht unbedingt so müssen kommen, aber es ist jeder Mensch auch anders. Und ich denke, für meine persönliche Entwicklung ist das schon auch gut gewesen. Ich muss am Schluss selber für mich entscheiden, was mache ich aus meinem Leben und mir nicht von irgendjemand anderem sagen lassen, wo es lang geht. Etwas noch, du hast da, wir können das noch mal schnell anschauen, deine Nummer. Das ist ja eine klassische Goalie-Nummer. Ich meine, jeder Goalie will die Nummer 46 haben. Sag schnell, warum 46? Also, es war eher per Zufall, weil ich
ein Fan bin von Balotelli, weil er halt ein bisschen, ja, anders ist als die anderen Spieler. Und das ist mir irgendwie entgegengekommen. Dann bin ich zu Wiel gekommen. Ich wollte ein 45 nehmen und das war da zum Absetz. Da hat ernsthaft 45 schon gehabt? Ja, 45 hatte. Es war ein Spieler, der sogar noch ausgeliehen war. Schrecklich war der Andy Cerfosi, der war zu St. Gallen ausgeliehen. Aber dann war die Nummer blockiert. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich wollte die nehmen. Ich dachte, komm, ich leite eine eigene Ära ein und mache etwas Neues. Und dann habe ich gedacht, nehme ich 46, ist gerade gut. 4 plus 6 gleich 10, 10 April Geburtstag. Und jetzt habe ich das behalten. Jetzt, mal schauen, vielleicht behalte ich das bis zum Lebensende. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann die kleinen Fußballer, die dann irgendwann grösser sind und sagen, ich will auch 46 wieder noch haben. Das wäre natürlich cool, ja. Man weiß nie, was noch kommt. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und begrüßen dann nachher unsere Verstärkungen da auf diesen zwei Lehrersessler. Bis gerade. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Zurück sind wir in der Soccer Lounge mit dem Noam Baumann. Und der Noam Baumann hat jetzt noch etwa 3 Fragen. Das bin nicht ich, das ist der Max Frisch. Schriftsteller, der hat das Buch geschrieben. Max Frisch, Fragebogen. Das sind so Fragen, die so ein aus dem Leben kommen. Für die 3 Fragen kann ich in dem Fall nichts. Das hat Max Frisch gestellt. Ich tue dir die auch stellen, natürlich. Was bezeichnen Sie als männlich? Eine starke Persönlichkeit. Gut, du musst nicht jemandem dann so ein bisschen rechtfertigen, was du jetzt da sagst. Irgendeine Freundin oder so? nein, ist gut. Das nicht. Ist gut. Zweite Frage von Max Frisch. Was erhoffen Sie sich vom Reisen? Ja, neue Erfahrungen, aber ich bin jetzt, glaube ich, noch nicht so viel gereist, dass ich jetzt da mehr dazu sagen kann. Meistens Dominikanische Republik? Eher so, ja. Gibt es noch Landesteile oder Weltteile, die du noch unbedingt sehen willst? Also ich würde sicher gerne noch mehrere Teile von Südamerika sehen. So, zum Deko zu shooten oder zum Ferien machen? Ein bisschen beides. Letzte Frage von Max Frisch. Sind Sie ein Sparer? Ja und nein. Also, Sparen ist sicher wichtig. Es muss jeder machen, aber man muss auch ab und zu etwas gönnen. Also, von dem her würde ich mich so ein bisschen in der Mitte sehen. So in der Mitte. Mhm. Das ist auch wieder das zwischen dem Dominikanischen und dem Schweizerischen, gell? Genau, ja. Ja, wir begrüßen jetzt noch 2 andere Gäste. Das ist der Sportal HD-Experte und ehemaliger Lugano-Trainer, der Martin Andermatt. Und Trainer-Legende, damals im Tessin auch tätig war, bei Bellinzona, der Raimondo Ponte. Danke. Martin, hoi, nehmt Platz. Du musst schauen, dass du dein Liebling da nicht verkrugeln ist, gell? Das braucht ein Neuper. Schön geschwitzt. Oh. Ihr müsst hier noch den Flügel wechseln. Bin ich recht der Flügel? Ihr seid zwar schon ein bisschen vorgeschritten, aber immer noch flexibel, wenn es ums Spielsystem geht. Oder? Das ist ja so. Ja, Martin, du kennst den Noam schon Ewigkeiten, gell? Also so gut, ihr seid fast schon, wie sagt man heute, Brudis, oder sagt man das? Ja, Brudis ist jetzt nicht gegangen, so bin ich eher mit seinem Sohn, aber sicher kenne ich den Martin schon lange. Ja, ich muss sagen, es freut mich, dass er wirklich da Paar getroffen hat. Und in letzter Zeit mit 2 Jahren, nicht mit einmal. Und Hühnerberg, Chicken Hill, ja, das ist relativ klein, also man trifft sich. Hat es schon Anzeichen gegeben, wo du ihn trainiert hast, dass er mal so gross wird? Also jetzt nicht so gross, sondern fußballerisch? Ja, ich glaube, er hat keine einfache Zeit gehabt, weil was ihn sicherlich immer wieder treibt, ist, dass er sich selber pusht und muss pushen. Ich glaube, manchmal sind die Vorzeichen, die man ihm gegeben hat, am Anfang nicht so gut gewesen. Ja, du bist vielleicht nicht der Seriöse. Aber ich glaube, wichtig ist, dass das hat nicht mit der Seriosität, einfach, dass man vielleicht den Kopf nicht immer bei der Sache hat. Andere Sachen nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Aber ich glaube, das hat ihn gestärkt über all die Zeit. Und ich glaube, es war sicher wichtig, was er vorhin gesagt hat, dass er die Erfahrung machen konnte und sagt, so und ich muss jetzt auch etwas ändern. Ja. Und das ist eigentlich, ich habe ihn als jungen Ehrgeizigen kennengelernt, der immer ab und zu vor vielen Jahren ein bisschen Pause gebraucht hat.
Kannst du dann nachher alles zurückgeben. Alles gut. Raimondo, er hat es vorher auch angetönt, Goalies sind die, die ein bisschen Nicken abhaben. Du hast ganz viele Goalies trainiert in deiner Trainerkarriere. Was sind so die spektakulärsten oder die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Gut, das ist schon rum noch klar Nummer eins. Dann hatte ich vielleicht den Pascolo noch, der eigentlich auch ein super Goalie war, wie ein Berbig aber auch. Von dem her sind es so speziell. Goalie ist ein spezieller Job. Was vielleicht die am meisten vielleicht bräuchte, wenn ein junger Goalie, der muss das Gefühl bekommen, dass er auch mal einen Fehler darf machen. Mhm. Und wenn sie das überkommt und auch dann auch wieder spielt, dann können sie über sich hinauswachsen, wie er vielleicht das letzte Mal das gemacht hat. Und jetzt braucht er einfach Kontinuität, damit auch er sich selber. Wenn er nur anfängt, dass er weiss, ich hasse, ich bin da. Und nicht, wenn man einen spielt und dann macht man einen Fehler, dann spielt man nicht. Dann geht man nächstes Mal wieder ins Spiel rein und ist man ein bisschen unsicher, dann hat man Angst, wieder einen Fehler zu machen. Und das passiert es meistens. Ja. Und das passiert es meistens. Darum ist es für einen jungen Goalie, wie er jetzt ist, eigentlich wichtig, dass er Kontinuität hat. Wenn alles so kontinuierlich gut wäre wie an diesem Wochenende, ich meine, was du da gehabt hast, das Spiel gegen Luzern ist das gewesen. Du bist natürlich von allen Medien eigentlich ins Team der Runde gewählt worden. Und es ist noch eben, du hast es vorher schon angetönt, gegen den Verein, den ich gefunden habe, du bist nicht genug gut. Was hat es ausgelöst? So, yes, Edge. Ja. Vielleicht ein bisschen, nein, aber... ist ja nur natürlich. Ja, ist, glaube ich, menschlich, ja. Aber ich glaube, am Schluss ist es sehr wichtiger, nicht für mich persönlich jetzt nur, dass ich zum Beispiel das Null habe, vor allem auch für die Mannschaft, und dass wir 3 Punkte holen können. Und dann, wenn ich noch mit irgendwelchen guten Parade oder einer guten Leistung dazu beitragen kann, dann bin ich natürlich umso glücklicher. Ich meine, ihr hättet eigentlich können, nach 20 Minuten hätte ich etwa 3-0 hin sein und keine Chance mehr haben in diesem Spiel. Das ist, schon, ist das so bei den Goalies, jede Parade, die du machst, dann findest du schon bei der nächsten Parade, okay, den habe ich sowieso. Dass es so viel Selbstvertrauen gibt. Ja, so viel jetzt in dem Sinne nicht. Aber es ist natürlich schon gut, wenn man das Spiel anfängt und man kann gerade am Anfang gut reinkommen mit einer guten Parade, dann hat man schon ein gutes Gefühl und dann gibt einem das schon Selbstvertrauen. Und dann denkt man sich schon im Kopf, okay, heute lasse ich einen mehr rein. Es ist, wir haben das auch vorher angetönt, dass ein Spiel war, das eine Serie beendet hat. 8-mal hat Lugano nicht gewinnen können. Was sind so Gründe, wenn man in so einer Negativspirale inne ist, Martin? Was muss man dann machen? Wie kommt man wieder raus? Sagen einfach, machen alles so weiter wie immer. Irgendwann kippt es dann schon und es geht wieder auf eure Seite. Ja, das ist wirklich theoretisch. Du kannst das eine sagen und das klingt und das andere Mal machst du etwas anderes und es klingt dann nicht. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man mit der Mannschaft weiterarbeitet, dass man ihnen auch Selbstwertgefühl weiterhin behalten. Meine, ist ja noch schwierig, wenn man immer nicht gewinnt. Ja, aber es ist ja so, du kannst nachher als Trainer stehst du nicht auf dem Platz, sondern es sind die Spieler und die müssen immer noch an die Worte, die der Trainerin mitgibt, glauben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in so einer Phase, dass man glaubwürdig bleibt und auch mit Massnahmen, die auch eine Mannschaft begreifen kann, dass man mit Massnahmen dann gewisse Veränderungen vornimmt. Das ist der Celestini ist angekommen in Lugano. Der hat ja eigentlich eine Spielidee, wo er viel über das Spielerische machen will. Man muss aber auch sagen, man muss ja auch die Spieler haben dafür, oder? Hat er das in Lugano? Ich glaube, so wie er gerne würde spielen, hat er vielleicht die Spieler nicht. Aber ich glaube, als Trainer musst du einfach wissen, dass du kannst eine Idee vom Fußball haben, ist klar. Mhm. Aber du musst auch die Spieler zur Verfügung haben. Wenn sie nicht hast, musst du auch etwas anderes machen. Es ist auch noch ein bisschen riskant, oder? Eben, wenn man mit Spielern das System spielen will. Eben, darum hat es vielleicht auch 8-mal nicht gewonnen. Vielleicht, dass dort vielleicht schon etwas passieren musste, dass er auch eher dann unter Druck kommt. Mhm. Und dann vielleicht etwas anderes muss spielen, und er vielleicht gar nicht gern hätte oder gar nicht gern hat. Aber mit diesen Spielern vielleicht nur das kann spielen. Ja. Ja. Ist ein Trainerwechsel für einen Goalie auch eine grosse Umstellung? Oder findest du, ich habe einfach die Bälle bekommen? Nein, ich glaube, es ist für jeden Spieler gleich. Also, wenn ein neuer Trainer kommt, verändert sich schon eigentlich recht viel in der Mannschaft. Und es ist egal, jetzt, ob Goalie oder Spieler. So spielerisch aber auch. Also, musst du jetzt etwas anderes machen oder wird etwas anderes von dir verlangt als unter anderen Trainern, die du gehabt hast? Ja, sicher. Also, jeder Trainer verlangt auch immer wieder etwas anderes. Ich meine, jeder hat seine Ideen. Und es ist auch für einen Goalie jedes Mal wieder eine Umstellung, wenn ein neuer Trainer kommt. Aber es ist manchmal auch gut so. Dort geht es darum, ob du lang spielen musst oder kurz hinaus. Was ist dir lieber? Also,
Mir ist einfach lieber gewinnen. Mir spielt zum Schluss keine Rolle, ob wir kurz spielen oder lang. Aber es ist schlecht. Am Schluss natürlich, was die Leute lieber sehen, ist natürlich schön, schön hinten raus spielen und so. Es gefällt natürlich jedem, aber mir gefallen 3 Punkte. Ja, aber siehst du, das ist eigentlich so einfach, oder? So, ja, das egal, ist einfach taktisch. Und dann gewinnen. Möglich noch zu null, oder? Genau. Ja, wir haben das vorher, der Lugano, das ist ein Tessiner Club, der gerne mal ein bisschen Unruhe herrscht. Woher kommt die eigentlich? Warum ist denn Lugano immer so ein bisschen unruhig? Der Präsident ist halt jemand, der nicht ruhig sitzen kann. Und er tut halt das, was er denkt, auch sagen. Und es ist auch nicht immer gut, wenn man das sagt, was man denkt. Vielleicht wäre es mal besser, wenn man vielleicht mal würde, ja, vielleicht ein bisschen weniger reden. Das würde manchmal auch der Mannschaft mehr helfen. Ist das tut ein bisschen die Rolle verfehlen als Präsident da in Lugano, Angelo Renzetti? Ja, meine, wenn man die Geschichte ein bisschen von Lugano sieht, ist es sicher wichtig, dass, dass mit seiner Person natürlich die Super League wieder angekommen ist. Also, der Verdienst für ihn ist sicher auch gross, dass Lugano wieder eine Super League Mannschaft hat. Die Anstrengungen hat man ja auch in Bellinzona probiert zu machen. Aber ich glaube sicher, was du vorhin gesagt hast, manchmal ist am richtigen Ort mal ein Nein zu sagen und vielleicht intern die Sachen ansprechen, weil als Präsident hast du recht, wenn du etwas sagst und dann musst du nicht irgendwo noch in der Öffentlichkeit das Recht auch noch holen. Du müsstest dich eigentlich am besten zu verstehen mit dem Präsidenten, weil er sagt ja eben, ich habe gesagt, die Goalies haben so ein bisschen, sind ein bisschen speziell. Das kann man eben dem Präsidenten auch sagen eigentlich. Wie, hast du Kontakt mit ihm? Wie kommst du mit ihm klar? Überragend. Ja. Also ich habe den gleichen Kontakt wie jeder andere Spieler. Ja. Ich meine, wir kennen den Präsidenten und wir grüßen auch immer. Und für mich ist das ist eigentlich ganz normal. Also, der Präsident macht, was der Präsident macht, und die Spieler machen, was sie machen. Also, ihr tut spielen? Ja, ich tue spielen. Mich interessiert eigentlich nicht groß, was nebendran jetzt passiert oder so. Wir können schnell eine Grafik anschauen. Was ziemlich speziell ist für Goalies in Lugano, ist, dass recht viel Wechsel passiert. Wir sehen da mal von den letzten 4 Jahren. Das sieht man immer, wie viel dass die Einsätze hatten. In diesem Jahr bist du bei 10 Einsätzen. Da Costa ist bei 12 Einsätzen. Letztes Jahr haben sich der Kiasambua und Da Costa abgewechselt. Es ist so ein bisschen hin und her, es gibt da ganz viel Wechsel. Was ja eigentlich noch speziell ist, Martin, müsste man nicht eigentlich einfach sagen, es kann ja viel Wechsel geben in einer Mannschaft, auch in einem Verein, aber der Goalie, muss man doch einfach wissen, wer das Eis ist. Ja, es kommt natürlich darauf an, was man mit dem Goalie vielleicht plant, ob jemand als Junge neben einem Erfahrenen kann gewisse Erfahrungen machen, aber vielleicht auch vom Erfahrenen noch muss abschauen. Das kommt auf eine Philosophie auch im Verein. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist schon wichtig, auch, dass man dort entscheidet und auch mal eine Hintermannschaft kann einspielen kann, indem man sagt, der ist der Goalie. Und dann nachher tun wir jetzt mal die Vorrunde, egal. Aber eben, wie du vorhin gesagt hast, ist auch mal ein Fehler passiert, dass man trotzdem auch zu dem Spieler eben. Und es geht eigentlich um eins, es geht um Qualität. Und da ist halt der Konkurrenzkampf, gerade auf der Goalie-Position, eine sehr hohe, weil du hast nur ein Posten. Du hast vielleicht im Mittelfeld kannst du mal als Abwehrspieler fungieren, aber als Goalie gibt es eigentlich einen Posten. Und da ist der Konkurrenzkampf natürlich auch sehr gross. Und da muss man auch den Können und Wollen austragen. Ich habe gelesen, unter dem Abascal haben ihr teilweise erst eine Stunde vorher gewusst, wer zum Goal steht. Ist das richtig? Ja, das war meistens so. Aber man tut sich immer so vorbereiten, als würde man spielen. Schlussendlich kommt es nicht darauf an, wie früh man es erfährt. Aber ja, ist manchmal schon vielleicht auch einfacher, wenn man auch unter der Woche weiss und man jetzt vertraut vom Trainer, dass man weiss, okay, ich spiele. Da kann man sich noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Und das ist sicher auch einfacher, sicher auch für jüngere Goalies. Ja, was ist in Lugano? Eben, Sie sind wieder zurück in der Super League. Und es ist ja so ein bisschen. Das Tessin hat darauf gewartet, eigentlich, dass Lugano wieder eine Super League-Mannschaft hat. Jetzt ist es aber so, wenn man so die Zuschauerzahlen anschaut in Lugano, ist die Entwicklung eher ein bisschen abwärts. Wir haben das dann noch ein bisschen in der Grafik. Nach dem Aufstieg sind es noch 4.200, jetzt sind es noch 3.100. Raimond, da interessiert es dann gar niemand mehr, was man im Tessin da macht. Es sieht so aus. Es sieht wirklich so aus. Aber es ist halt eben, die Unruhe. Die Unruhe ist einfach zu fest da, dass man da nicht auf die Zeit raus noch etwas planen könnte, wo es auch wieder mal, man kann ja mal unten anfangen, aber dafür ein bisschen steigend wird sein,
im Tessin ist es halt auf und ab. Und darum gibt es halt kein, was soll ich sagen, es ist kein Fundament rum, wo man darauf aufbauen kann und vielleicht auch mal um die ersten Plätze könnte kämpfen, damit vielleicht die Leute wieder zurückkommen. Weil, wer will schon, ja, ist es vielleicht ein bisschen böse gesagt jetzt, aber wer will jetzt so die hinteren Plätze schon sehen? Ich meine, man sieht ja GC im letzten Grund, wie viele Zuschauer hat es vorgestern gehabt? 4'000. Ja, das haben sie gesagt. Und wenn wir die 2'000 noch wegnehmen durch Karten haben, dann sind es noch 102'000 Zuschauer. Also das ist ja nicht eben. Ich glaube auch die Solidarität untereinander. Im Tessin ist gegenseitig Sopra, Sottogenerie, das wird auch gelebt. Und ich glaube, solange du dann nachher nicht die Einheiten anbringst, wirklich ein gutes, ja, gute Mannschaft zu unterstützen im Tessin. Und dann muss man auch sagen, Tessin unten schaut in alle Richtung Italien zu spielen und nicht Richtung Deutschschweiz. Es wäre auch gut, ein neues Stadion. Eben, ein Stadion auf Fußball. Wenn die 3'000 drin sind oder 4'000, dass dann auch ein bisschen Atmosphäre da wäre. Es ist im Prinzip, es sind alles weit weg. Und du fällst einfach dort. Du könntest ein bisschen fähnen, du könntest das wieder anfangen. Ja, also ich habe es in Chiasso eigentlich schon versucht, Tessiner zusammenzubringen. Das ist nicht einfach. Und das ist das, was mir eigentlich heute ein bisschen fehlt. Also Tessiner bringt ja vielleicht auch eigene Leute mit. Mhm. Und wenn ich Fremde nehme oder nur vom Ausland nehme, dann kommen die einfach weniger. Dann müssen sie schon da vorne dabei sein, damit sie kommen. Und wenn die Tessiner rum sind, dann kommen sie vielleicht ein bisschen mehr. Nein. Schauen wir mal noch die Mannschaft an. Etwas, was sich etwas geändert hat, natürlich, was ein wichtiger Zuzug war, ist, dass ihr einen neuen Stürmer bekommen, beziehungsweise einen neuen alten Stürmer. Der Armando Sadiku ist wieder zurück. Der hat ein Jahr lang nicht gespielt, weil er verletzt war. Und man kommt zurück zu einem Verein, wo man eigentlich Grosses geleistet hat und die Erwartungen auch hoch sind. Ist das eine gute Idee? Ich meine, ich glaube, die Verantwortlichen haben sich sicher etwas überlegt, dass sie vielleicht auch die Gelegenheit noch einmal hatten, ihn zurückzuholen, weil er am anderen Ort wirklich mit dieser Verletzung überhaupt nicht auf die Tour gekommen ist. Wobei ich sage immer, Verletzung muss man auch ein bisschen fragen, was ist da der Hintergrund davon. Aber wir haben gesehen, am letzten Spiel kommt das erste Goal, das er gemacht hat, und hat natürlich gerade auch einen gewissen Throwback gehabt, und hat sich auch für die Mannschaft gefreut. Und er ist sicher, wie Stürmer auch sind, neben den Goalies sind die Stürmer noch die ganz Speziellen. Eigentlich sind alle speziell, das, merkst du langsam. Vor allem vorne dran, ja, vorne und hinten. Das ist, die einen gehen zum Publikum jubeln und die anderen die jubeln für sich selber. Ja, was ist er für ein Typ? Hast du ihn schon besser kennengelernt oder ist es so für dich noch etwas Neues? Nein, also der Armando ist, das ist ein ganz einfacher Typ, ein richtig cooler Typ. Sehr laut auch, tut gerne reden, ist ein lustiger und tut der Mannschaft gut. Also nicht nur mit seiner fußballerischen Qualität, auch mit seiner Persönlichkeit. Also der bringt uns schon ein bisschen voran. Ihr habt, was ja einmal charakteristisch ist für die Tessiner Clubs eigentlich, sie haben recht viel. Also wenn man einfach das Kader anschaut, denkt man so, es ist alles ein bisschen komisch. Weißt, es kommen da Leihspieler aus von Mailand und von Genua und spielen dann irgendwie Nachwuchs. Das ist alles so ein bisschen komische Kaderzusammensetzung. Wieso macht man das? Das macht der Präsident. Das macht man eigen? Der Präsident macht die Transfer eigentlich, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach, du weißt es nicht? Er weiß es noch nicht. Aber der Präsident macht eigentlich schon. Er hat auch gute Beziehungen nach Italien. Ich sage, wir sollten im Tessin vielleicht mehr Tessiner haben, damit man ein bisschen mehr Leute hätte. Aber wenn man gute Spieler will, natürlich. In Italien hat es viele Spieler. Aber die Spieler, die vielleicht jetzt hierher kommen, die müssen beweisen, die haben die hier noch nicht gespielt. Und das ist nicht so einfach, dann in die Schweiz kommen und das Gefühl haben, in der Schweiz kann man einfach schnell kommen und da ist man einfach dabei und man kann mitshooten und ich weiß nicht was. Mhm. Es haben wenige Italiener, die in die Schweiz gekommen sind, das eigentlich braucht, das man eigentlich von ihnen erwartet hat. Einer ist übrigens dein grosses Vorbild, weißt du das? Der Dida. Der war auch ausgelehnt, oder? Von Milan an Lugano. Ja. Hat natürlich auch nie gespielt bei Lugano. Also auch nie. Du spielst ja, das ist noch ein Unterschied. Ich habe auch noch ein optisch gewisse Ähnlichkeiten, gell? Ja, ich glaube auch wegen dem ist er damals mein Vorbild. Ich konnte mich ein bisschen mit ihm identifizieren. Aber ich habe das auch mitbekommen, dass er damals bei Lugano war und eigentlich gar keinen Einsatz hatte. Und dann später so eine Weltkarriere gemacht hat. Das ist schon speziell.
Wir schauen dich mal noch an in einem Zweikampf gegen eigentlich den Goalie-Kampf, wenn wir noch schnell anschauen. Du bist gegen deine Konkurrenz, gegen den D'Acosta antreten. Wie kommen wir eigentlich aus miteinander? Ist das so? Das ist eigentlich ganz normal. Also, meine, schlussendlich sind wir Konkurrenten, ja, aber neben dem Platz verstehe ich mich eigentlich sehr gut mit ihm. Und am Schluss des Tages, auch wenn du Konkurrent bist, hast du ja das gleiche Ziel, du willst spielen. Du willst gut spielen und das kann man ja am anderen eigentlich nicht übel nehmen. Wir schauen jetzt mal an, wie du dich gegen ihn geschlagen hast. Im Logo-Battle. Wer kennt das Logo schneller? D'Acosta oder Baumann? Zimt. Du bist dran. Lufthansa! Ah! Ist das Lufthansa? Nein, ich weiß nicht. Ist das Lufthansa? Ah, du bist dran. Ja, nein! Ich verziehe. Also. Hey, was? Starbucks! Nein! Apripiota! Nein, du bist. SBB. Es hat gar nicht tönt. SBB. Ja, sicher es tönt. Ja, SBB. Shakhtar Donetsk. Atletico Madrid. Nein, Bilbao. Nein, es ist Atletico Madrid. Mac. Donald. Was? Nein. Frankreich! Ja. Das ist eigentlich gemein. Zwei Goalies, die ich die Hände unbedingt brauchen, bei dem Antreten, aber sich so gegenseitig auf die Finger haut. Aber du hast dich gut geschlagen. Ja, gut. Also ich habe am Schluss verloren, aber ich weiß nicht, was daran gut ist. Auch aus Niederlagen kann man lernen. Wir gehen ganz kurz schon in die Werbung. Sind gerade wieder da. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Lounge, presented by Raiffeisen. Wir sind zurück in der Soccer Lounge. Wir haben jetzt lange über Lugano geredet. Aber Lugano spielt ja nicht alleine. Sie haben ja blöderweise noch einen Gegner. Und das ist die Young Boys. Ist das etwas, wo man sich freut? Finden Sie, yeah, Young Boys? Ja, sicher. Also ich freue mich brutal, wenn wir gegen IB spielen. Ich meine, wer spielt schon nicht am liebsten gegen die Besten? Vielleicht die gewinnen wollen. Ja, aber dann ist es ja umso schöner, wenn wir gewinnt gegen die Besten. Also. Das stimmt natürlich. Es ist aber nicht einfach. IB ist in der Rückrunde gestartet, wie sie eigentlich immer spielen. Eigentlich, das muss man ja sagen, Raimondo, IB-Match muss man eigentlich gar nicht mehr schauen. Ich meine, man weiß, wie es ausgeht. Sie haben das letzte Mal verloren, wenn im Oktober, glaube ich, 2018 gegen Luzern. Das sind ja die, die ihr wenigstens schlönt, natürlich. Aber was kann IB jetzt noch machen in dieser Saison? Müssen sie überhaupt noch etwas machen? Oder einfach ein bisschen ausplempern lassen? Ja, sie sollen so weiterspielen, wie es bis jetzt tun. Also ich glaube, sie werden noch jeden Match auch noch gewinnen. Und von der Qualität ist einfach die beste, die in der Schweiz im Moment ist. Und dementsprechend machen sie es eigentlich gut. Und was müssen sie noch machen? Man muss ja auf die nächste Saison schauen. Da wird wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht weggehen. Man muss ja schon etwas in der Hinterhand haben. Jetzt können wir eigentlich sagen, ja, gut, man kann jetzt experimentieren. Da sind sie sicher dran. Dass vielleicht neue Spieler kommen. Oder die jetzt vielleicht hinten dran sind, dass man vielleicht denen ein bisschen größere Chancen geben kann. Damit man auch weiss, was hinten dran ist, wenn im Fall einer geht, dass man eine Reserve eigentlich schon hat. Aber es ist nicht so einfach. Die Spieler, die hier gewinnen, die wollen natürlich auch spielen. Und die wollen während der Woche die auch zeigen, dass sie auch so drauf sind, dass sie spielen wollen. Und das ist für den Trainer nicht so einfach.
einfach einen Spieler einfach aussen zu lassen, zwei, drei oder vier, weil es nicht darauf ankommt, ob man vielleicht ein Match verliert oder nicht. Ich glaube, es ist, ja, der Mix ist nicht so einfach. Martin, du warst bei den Young Boys Trainer. Du bist fast Meister geworden, hat ganz knapp dann schlussendlich nicht gelangt. Was macht die Young Boys von heute anders, als das bei euch der Fall war? Warum sind sie jetzt so weit? Ja, ich glaube, das ist sicher einmal die Entwicklung, die sie gemacht haben. Dass sie auch verschiedene Epochen durchlaufen haben. Nach meiner Zeit mit Petkovic, mit Gross, Forte und so fort. Also ganz verschiedene Führungsstile. Aber entscheidend, glaube ich, ist, dass sie in der Spitze dass sie einen einheitlichen Führungsstil bekommen haben. Und das hat sich nachher auch herauskristallisiert, dass die Mannschaft nachher auch gewusst hat. An entscheidenden Positionen hat man Dachs behalten und dann hat man Qualität können zukaufen. Muss schon auch sagen, dass man sie können dazu kaufen. Also man hat sie dann nicht nur ausgebildet. Und nachher der gesunde Mix nachher von erfahrenen Spielern. Auch ich sage jetzt mal ein Spieler, wo man vielleicht zurückgeholt hat mit dem so, wo man können finanzieren. Das sind schon entscheidende Faktoren und auch ein Hütter, der 3 Jahre Zeit bekommen hat, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und ein Seuane jetzt, wo sicher die Spannung muss hochhalten bis zum Schluss. Vielleicht kann er sehr begründen, wenn er mal im einen oder anderen Spieler eine Pause geben kann. Aber schlussendlich die Spannung hochzuhalten, dann kannst du nicht irgend für nächstes Jahr schon etwas auch probieren, weil ich glaube, die Mannschaft muss auf Tutti, weil die wird nächstes Jahr wieder gejagt. Wer auch, von wem auch immer. Von Lugano sicher. Gell? Wer weiß? Ja. Raimondo, der Martin hat es gerade angesprochen mit den 3 Jahren, die halt der Hütter Zeit hat. Wenn man jetzt so anschaut, auf die Amtstouren von der Trainer in der Schweiz, da kommt kaum jemand über ein Jahr. Also ein Jahr ist schon ein höchstes Level, das man erreicht. Bringt das etwas dann an einer Mannschaft an, dass sie eben halt die Konstanz dann irgendwann mal anbringt, dass die Ruhe unten ist, dass man dann einfach viel besser spielt? Ja, es fällt halt alles wie die Führung an. Ich glaube, eben. Ich sehe jetzt, dass Luzern jetzt auch etwas passiert ist. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wenn du mal von 3 Goal reingelaufen, dann wäre der Weiler jetzt eigentlich ja, aber, Trainer. Aber wenn man es heute hört, ist es ja gleich nicht so. Es hat geheißen, dass man eigentlich schon lange eigentlich nicht auf der gleichen Ebene geschafft hat. Ich glaube, bei der Führung, wie es überall ist, wenn es im Kopf oben stimmen tut, dann stimmt es auch weiter unten. Und wenn es dort nicht stimmt, stimmt es halt auch auf dem Feld halt nicht. Und es ist in Gottes Namen so. Der Fußball lebt auch nicht vom Einzelnen, obwohl der Einzelne den Unterschied machen kann. Aber die Basis ist an und für sich die Mannschaft. Mhm. Mannschaft mit vielleicht die 3 Auswechselspieler. Aber die 3 Auswechselspieler, die man vielleicht bringen kann, da braucht es vielleicht eben 7 oder 8 oder 10 Stück, die dran sind, die für verschiedene Positionen wieder da sein. Und ich glaube, dort wächst dann mal ein bisschen etwas zusammen. Und dann vielleicht, eben, dann kann vielleicht der eine fehlen. Dann kommt der nächste, da merkst du nichts davon. In einer Mannschaft, die es läuft. In einer Mannschaft, die es nicht läuft. Ja. Wenn man nur 1 oder 2 Wechsel macht, schon, da wechselt nichts. Da wechselt nichts. Was mir auch auffällt, dass auch die Leute am richtigen Ort, die Kompetenzen haben, auch die richtigen Worte auch sagen. Also, da sieht man nicht, dass andere bei IB jetzt irgendwie in etwas hineinmischen oder Aussagen machen nach außen, die eigentlich nicht in ihrem Kompetenzbereich ist. Und das ist eben extrem wichtig, dass die Mannschaft dann richtig hat, einen Ansprechpartner, eine Orientierung. Und das kann man sicher sagen, dass das IB letzten Jahr mit dem Wushu, aber auch schon vorne ist das schon langsam entstanden, dass man das wirklich eigentlich auch können das umsetzen, das Lethargische, wo man immer gesagt hat, dass man immer gegen die Kleinen verloren hat, das hat man auch können abschalten und jetzt ist man wirklich da eine feste Größe. Man hat es ja bei Basel auch gesehen, man hat jahrelang hat das super gemacht und jetzt ist ja vielleicht einmal ein Jahr gewesen, wo vielleicht ein Neuanfang hat stattfinden sollen. Und der Neuanfang hat eben nicht gestimmt, mit dem Transfer eben nicht gestimmt, obwohl das nicht schlechte Transfer waren. Sind, es hat irgendwie auch nicht gepasst. Manchmal, ein guter Spieler heisst noch lange nicht, dass er jeder Mannschaft gleich ist. Da ist manchmal vielleicht einer, der vielleicht weniger gut ist, passt vielleicht eher in einer Mannschaft ein als vielleicht so ein Standardspieler. Mhm. Aber das ist manchmal auch das Glück, so solche Transfer zu machen. Du schaust wahrscheinlich gerne Fußball eigentlich, oder spielst du noch gerne? Also ich schaue schon eigentlich noch recht viele Matches, aber
Ich schaue auch andere Sachen gerne. Was schaust du noch? Du schaust zum Beispiel Basketball schaue ich gerne oder Fußball. Wenn man so gross wie du, muss man die Basketball. Ja, das ist fast ein Klischee. Ja. Aber eBay schaust du auch, wenn du einen Spieler könntest aussuchen von eBay, wer wenn du holen? Das ist noch eine schwierige Frage, weil die haben viele gute Spieler. Aber ich würde sicher. Nur einen haben. Ich würde sicher im Zentrum einen, den Jibril Sow, wenn ich, weil ich kenne schon von den Nazis und ich weiss, dass der ein begnadeter Kicker ist. Ihr spielt jetzt gegen, du spielst gegen den Jibril und gegen all die anderen. Wie geht man dann auf so ein Spiel ein? Also man weiss, man spielt jetzt gegen Mannschaft, die ist viel stärker. Aber einfach, dass hinten drin steht, das geht es bei ihren Zeiten, hat man das noch können, oder? Aber heute geht das ja nicht mehr. Nur sind ihr da? So ich weiß ja gar nicht von dieser Zeit. Ich weiß wirklich nicht, aber ich denke jetzt mal, egal ob es IB ist oder nicht. Ich meine, auch die besten Mannschaften stürcheln mal vielleicht über einen kleineren. Und wieso können jetzt nicht mehr das mal sein? Ja. Das ja. Ist das so? Ist das so. Ich meine, Lugano hat, glaube ich, im letzten Mal in Bern in den ersten 20 Minuten, glaube ich, zwei Riesenchancen gehabt, um in Führung zu gehen. Und dann haben sie nicht gemacht, sie sind allein aufs Goal gelaufen, etwa von 30 Metern. Mhm. Und dann haben sie nicht gemacht. Also, dort musst du dann schon jede Chance nutzen. Wenn du so einen Match willst gewinnen, muss halt einfach alles stimmen. Ja, dann muss der Goalie super sein, wie er war. Und da vorne müssen sie aber auch super sein. Und der Sadiko ist eigentlich einer, der die Chancen ausnutzen tut. Mhm. Etwas, was ihr ja vielleicht ein bisschen gefährlich ist, wie ihr spielt. Ihr spielt ja relativ hart, das muss man sagen, wenn man so die Statistiken anschaut. Ihr habt am meisten Fouls von der ganzen Liga und am meisten geile Karten. Wir können das da mal als Tabelle geile Karten sind die meisten nicht wegen dem Spielen. Nicht unbedingt wegen dem Spielen. Wegen dem Reden? Vielleicht mehr wegen dem Reden. Das zu viel? Unter Umständen. Ich glaube nicht, dass Lugano so hart spielt. Oder? Nein, sie haben eine gute Art, die Mentalität jetzt im letzten Match auch können, Sachen zu provozieren, positiv, oder? Für sich. Das war sicher ein Markenzeichen im letzten Spiel. Also du findest nicht, dass ihr da müsst, also dass zu viel frisch ist, sozusagen auf dein Goal kommt? Nein, also ich weiß jetzt nicht irgendwie verglichen mit anderen Mannschaften, ob wir jetzt viel härter spielen oder nicht. Aber ich sehe da schon, wir haben schon recht viel Karte, aber das sagt eigentlich von mir aus gesehen nicht viel darüber aus, ob wir jetzt hart spielen oder nicht. Was fast noch mehr, aussagt, ist eigentlich eine andere Statistik. Wenn man so anschaut, da sieht man natürlich, dass IBD auf dem Platz 1 ist. Wie viele Spiele haben sie gewonnen, nachdem sie in Führung gegangen ist? Dort sieht Lugano gar nicht gut aus. IBD gönnt, ja, wir können es schnell anschauen, IBD gönnt 90% der Spiele, die sie in Führung gegangen sind, Lugano 41%. Ist das mentale Schwäche? Mentale Schwäche ist schwierig zu sagen. Also, klar, jetzt, wenn man die Statistik anschaut, ist schon eher. Können wir schon wahrscheinlich zurückführen auf mentale Schwäche und nicht konzentriert über 90 Minuten. Aber ja, vielleicht liegt es auch an anderen Sachen. Also, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Und ja, wenn man sieht, IBE gewinnt eigentlich jedes Spiel, das sie in Führung sind. Schwierig zu sagen, aber ja, müsste man wahrscheinlich schon mal ansprechen. Vielleicht heisst das, kein Goal überkommen. Und wenn es schon um die Güne geht, wir haben auch noch ein Spiel für euch drei. Wir sind gerade wieder da nach einem Powerbreak. Hätten wir gesehen, wer gewinnt. Die sind gar nicht mehr einzukriegen. Also, sie diskutieren schon die ganze Zeit, welche Spieler von eBay sie jetzt wollen, unbedingt nicht zu Hause haben, nicht zum Spielen, sondern in ihre Mannschaften. Ihr wollt jetzt aber noch etwas anderes spielen, und das ohne Verstärkung von irgendeinem eBay-Spieler. Ich gebe euch 5 Behauptungen. Ihr sagt einfach, ist das richtig oder falsch, und ihr zeigt das mit eurem Daumen. Das ist für richtig, das ist für falsch. Ich zähle jeweils auf 3 und dann müsst ihr es zeigen. Es sind alles Behauptungen aus dem Fußball. Mal schauen, wer sich da am besten auskennt oder am besten tippt. Behauptung A, der Rätsel kommt der Tessiner Fußball. Haben ihr alle eigentlich etwas davon? Behauptung A ist, der FC Chiasso hat einmal gefunden, die Schweizer Liga sei zu schwach und hat darum mehrere Jahre in der italienischen Serie A mitgespielt. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen bitte auf 1, 2, 3. Ich darf natürlich noch nicht vorschauen, sonst schauen eure Tessin-Experten da alles ab. Das ist natürlich richtig. Aha.
Er ist ein wenig zögerig, gell? Jetzt hast du übergeschaut. Es ist tatsächlich so, der Chiasso, FC Chiasso hat ab 1914 haben die in Italien gespielt, weil sie gefunden haben, die Schweizer können ja sowieso nichts. Sie mussten dann in Italien spielen, sind dann aber 1922 wieder zurück in die Schweizer Liga gekommen. Und du weißt, dass Chiasso nicht zu Italien gehört? Ja, das weiß ich. So gut bin ich informiert. Die zweite Behauptung geht um einen Mitspieler von dir. Marc Janko, seine Mutter, hat 1968 Bronze gewonnen bei den Olympischen Spielen in Mexiko als Speerwerferin. Ist das richtig oder falsch? Euer Team auf 3, 2, 1, jetzt! Alles richtig, tatsächlich. Ja. Eva Janko, hat er schon erzählt davon? Nein. Du weißt das noch? Nein, aber ich habe getippt. Ja. Hast du schon aufgetippt? Also, ja, du musst ein bisschen zurückgehen. Ich schaue da nicht, ob du so viel weisst. Dritte Behauptung. Die Schweiz hat sich das letzte Mal, wo sie sich beworben hat, als Ausrichter von einer Weltmeisterschaft, das war 1998, in Lugano hätte damals ein Stadion für 50'000 Zuschauer entstehen. Ist das richtig oder falsch? Eure Team auf 3, 2, 1, jetzt! Ja. Was ist das für ein Zeichen? Aber. Zweimal runter, einmal rauf. Es ist falsch. Ihr habt es gehört. Man hat dort, also die Bewerbung hat es gegeben. Also für weniger. Vor allem hätten sie auch in Baden spielen, zum Beispiel im Stadion Esch oder in Thun. Aber die Bewerbung war ganz, ganz furchtbar. Ja. Das war eine peinliche Geschichte. Nächste Behauptung. Von den 50 Champions League-Spielen mit den wenigsten Zuschauern in der Geschichte der Champions League haben Juventus-Heimspiel den grössten Anteil ausgemacht. Ist das? Das ist von den 50. Von den 50 am schlechtesten besuchten Champions League-Spiel, die es je gegeben hat, sind die meisten Heimspiele von Juventus. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen auf 1, 2, 3. Es ist tatsächlich richtig. Mhm. Richtig. Das ist tatsächlich richtig. Bis neue Stadion hatten. Das alte Stadion natürlich auch noch. Also nicht von dieser Saison natürlich. Ja gut, habe ich natürlich fast. Dort hat es teilweise so Juve gegen Bayer Leverkusen von 2'500 Zuschauern, von 4'000 Zuschauern. Viel so Sachen gegeben. Ich bin zweimal falsch dort gewonnen. Jetzt kommt schon die letzte Behauptung. Da hat jemand einen gewissen Vorteil. Der Raimondo Ponte war 1980 der erste Schweizer Spieler in der englischen Pro. Soll ich jetzt sagen, was? Ist das richtig oder falsch? Achtung, fertig, los! Nein! Hast du jetzt geschaut bei mir? Wir haben es auch gemacht. Total so unentschieden. Ich habe es auch gemacht. Alle haben 4 Punkte. Ja. Also, so viele Preise haben wir gar nicht. So viele Preise haben wir gar nicht. Das ist eben das. Willst du es lieber vom Noam Baumann? Nein, aber wieso nicht? Aber dort ist es alter. Nein, wir haben natürlich, wir haben natürlich Preise. Ihr könnt es euch nachher selber aufteilen. Ihr habt ein 12 Smalltalk-Heft, dort stehen ganz viele solche und andere böse Behauptungen drin. Und zweimal ein 12 Lesebuch. Ja. Ihr könnt es euch nachher aufteilen. Das hat es noch nie gegeben. So viele Unentschieden. Wärst du zufrieden mit dem Unentschieden gegen IB? Nein. Nein. Oh. Du solltest sein Manager werden. Du musst immer vorreden. Vorsagen, was du musst sagen. Wir kennen den so. Er weiß, was ich antworten will. Ja, ich danke euch ganz herzlich. Sind wir da gewesen. Noam Baumann, viel Glück fürs Wochenende. Raimondo Ponte und Martin Andermatt, danke, sind wir da gewesen. Wenn ihr mehr wollt sehen, mehr Super League und mehr Videos, wie der Noam Baumann sich verletzt beim auf Glocken schlagen und ähnliches, findet ihr das auf www.wilafootball.ch und auf sportalhd.com. Und wir sehen uns wieder in der Soccer Lounge nächste Woche am Montag am 7. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss zusammen. The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football.